Willkommen zur Präsentation des neuen Füwe Kompakt-Raster-Tunnelmikroskops, mit dem man besonders schnell und einfach einen Einblick in die Nanowelt erhält. Gerd Binnig und Heinrich Rohrer haben für die Entwicklung des Raster-Tunnelmikroskops 1986 den Nobelpreis in Physik erhalten. Ich werde Ihnen nun zeigen, wie Sie die Software installieren, eine Probe und die Messspitze präparieren und die Parameter so einstellen können, dass Sie innerhalb von 15 Minuten Ihr erstes Bild mit atomarer Auflösung aufnehmen können. Alles, was Sie benötigen, wird in einem stabilen Aluminiumkoffer ausgeliefert. Wir werden nun die Schnellstartanleitung benutzen, um die einzelnen Schritte der Inbetriebnahme durchzugehen. Das Aufstellen des Mikroskops, die Installation der Software und die Präparation der Probe und der Messspitze. Schließen Sie als erstes das Strom- und das USB-Kabel am Sockel des Mikroskops an. Schalten Sie das Gerät aber noch nicht ein. Nehmen Sie die beigelegte Software-CD und installieren Sie die Software auf Ihrem Laptop oder PC-System. Die Installationsroutine sollte sich nach Einlegen der CD in Ihrem PC automatisch öffnen. Nun startet die Installationsroutine. Folgen Sie den Anweisungen und klicken Sie jeweils auf Next. Warten Sie, bis die Software vollständig installiert wurde und bestätigen Sie mit einem Klick auf Finish. Jetzt können wir die Probe und die Messspitze vorbereiten. Hierzu nehmen wir die Toolbox, die alle wichtigen Werkzeuge und die Proben beinhaltet, zur Hand. Nehmen Sie auch gleich das Abdeckglas mit aus dem Koffer, um das Mikroskop damit später abdecken zu können. Den Koffer brauchen wir nun nicht mehr. In der Toolbox finden Sie alle Werkzeuge, um eine Messspitze herzustellen und die Probe zu präparieren. Hier haben wir zwei Zangen, um den Draht für die Spitze zu schneiden. Wir haben verschiedene Pinzetten, eine Spitze, um den Draht in das Mikroskop einzubauen und eine flache, um die Probe zu präparieren. Außerdem gibt es noch den Probenhalter und die Graphitprobe, auf der schnell und einfach atomare Auflösung erreicht werden kann. Das hier ist der Platin-Iridium-Draht, den wir zur Herstellung der Messspitze benötigen. Alle ausgelieferten Tunnelmikroskope sind für die erste Benutzung bereits mit einer Messspitze ausgestattet. Dennoch zeige ich Ihnen nun Schritt für Schritt, wie eine neue Messspitze hergestellt wird. Hierfür benötigen wir ein kleines Stück des Drahtes, welches wir mit den beigelegten Zangen zurechtschneiden können. Nehmen Sie den Draht aus seiner Verpackung und benutzen Sie die Spitzzange, um den Draht ca. 2 mm von einem Ende entfernt festzuhalten. Achten Sie darauf, den Draht nicht zu zerquetschen. Verwenden Sie nun die Schneidezange, um eine neue Messspitze herzustellen. Halten Sie sie in einem möglichst spitzen Winkel zur Spitzzange. Versuchen Sie, die Drahtspitze mit der Schneidezange eher reißend als schneidend abzutrennen. Entfernen Sie nun mit der Spitzenpinzette die alte Messspitze aus dem Mikroskop und bauen Sie die neue Spitze vorsichtig in das Mikroskop ein. Achten Sie darauf, dass das abgeschnittene Ende unter keinen Umständen berührt wird und nach vorne zur Probe zeigt. Führen Sie den Draht von der Seite aus unter die goldene Halteklammer und schieben Sie sie zur Mitte in die dafür vorgesehene Vertiefung. Nun machen wir mit der Probenpräparation weiter. Hier haben wir unsere Graphitprobe. Graphit hat einen schichtartigen Aufbau, sodass es sehr einfach ist, die oberste, eventuell verschmutzte Schicht zu entfernen. Nehmen Sie zuerst die Probe mit der flachen Pinzette aus der Verpackung. Schieben Sie dazu die Probe vorsichtig an den Rand der Magnethalterung, halten Sie dabei nur die Probenunterlage fest und legen Sie dann die Probe auf einen sauberen Tisch. Um die oberste Schicht des Graphits abzuziehen, benutzen wir einfach einen Streifen Klebeband. Der Streifen sollte nicht zu kurz sein. Kleben Sie ihn auf die Probe und drücken Sie ihn vorsichtig mit der Pinzette fest. Nun können Sie den Klebestreifen abziehen, indem Sie dabei die Probe mit der Pinzette auf den Tisch drücken. The upper layer of the graphite sample.
Wir werden jetzt die frisch präparierte Probe auf den Probenhalter setzen. Nehmen Sie den Probenhalter aus seiner Verpackung und halten Sie ihn nur an dem kleinen schwarzen Griff fest. Setzen Sie die Probe vorsichtig mit der Pinzette oben auf den Haltemagneten des Probenhalters und setzen Sie die Probe samt Halterung in das Mikroskop ein. Wenn Sie den Halter in das Mikroskop einlegen, achten Sie besonders darauf, dass Sie mit der Graphitprobe die Messspitze nicht berühren. Schieben Sie nun vorsichtig die Probe so nah es geht an die Messspitze, ohne sie zu berühren. Wir haben nun die sogenannte manuelle Annäherung beendet und können mit der automatischen fortfahren. Je näher Sie die Probe bereits in Richtung Spitze geschoben haben, desto schneller wird die automatische Annäherung funktionieren. Setzen Sie jetzt das Abdeckglas auf das Mikroskop. Und benutzen Sie die eingebaute Lupe, um den Abstand zwischen Probe und Spitze zu kontrollieren. Sollte der Abstand noch zu groß sein, schieben Sie die Probe noch einmal näher an die Spitze heran. Der Abstand sollte möglichst gering sein, ungefähr 1 mm oder sogar weniger. Dabei darf die Probe aber auf keinen Fall die Spitze berühren. Wir können nun das Mikroskop einschalten und unsere erste Messung vornehmen. Die kleine blaue LED zeigt die Betriebsbereitschaft des Geräts an. Denken Sie immer daran, das Mikroskop erst einzuschalten, nachdem Sie die Software installiert haben. Wir können nun mit der ersten Messung beginnen. Für die finale Annäherung der Probe an die Messspitze benutzen wir die automatische Funktion der Software. Starten Sie dafür die Messsoftware Füwe Measure Nano. Wir werden nun das Annäherungsfenster benutzen, um die Probe in die Messposition zu bringen. Klicken Sie den Vor-Button und kontrollieren Sie dabei gleichzeitig den Abstand zwischen Probe und Messspitze durch die Lupe des Abdeckglases. Sie werden in der Probenoberfläche das Spiegelbild der Messspitze sehen können und wie sie sich einander nähern. Wenn der Abstand zwischen echter Spitze und Ihrem Spiegelbild kaum noch zu erkennen ist, dann können Sie die automatische Annäherung mit einem Klick auf den Button Annäherung starten. Die Software steuert nun die Motoreinheit des Mikroskops, um die Probe in die Messposition zu fahren. Wenn der voreingestellte Tunnelstrom, der sogenannte Setpoint, erreicht ist, wird die Annäherung gestoppt und sofort eine Messung gestartet. Die Statusampel zeigt während der Annäherung orange an. Bei einer erfolgreichen Annäherung springt sie auf grün. Bestätigen Sie mit einem Klick auf OK. Im Messfenster der Software sehen wir nun eine erste Abbildung der Probenoberfläche, die zeilenweise aufgenommen wird. In dem Bereich Bildeinstellungen des Messfensters lassen sich verschiedene Parameter anpassen. Wir können die Größe des Bildausschnitts festlegen, die Messgeschwindigkeit und die Auflösung, mit der die Probenoberfläche abgetastet wird. Hier sehen wir einen besonders kleinen, ca. 3 Nanometer breiten Ausschnitt der Probenoberfläche, in dem wir bereits die atomare Struktur der Graphitprobe erkennen können. Um den Tunnelstrom einzustellen, benutzen wir die Z-Steuerungskonsole. Hier können Sie im Fenster Z-Steuerung den Tunnelstrom und Parameter des Regelkreises festlegen. Für weitere Einstellmöglichkeiten der Software und die Auswirkungen auf Ihre Messungen ziehen Sie bitte das Handbuch des Mikroskops zu Rate. Sollten Sie es einmal nicht zur Hand haben, können Sie eine PDF-Version über die Hilfeschaltfläche in der Software öffnen. Standardmäßig wird die Softwareumgebung im einfachen Niveau installiert. Um weitere Einstellmöglichkeiten der Software freizuschalten, klicken Sie auf die Schaltfläche Optionen und dann auf Software-Schnittstelle einstellen. Hier können Sie nun das Niveau auf Normal umstellen. Um beispielsweise die P- und I-Parameter des Regelkreises der Z-Steuerung anzuzeigen und anpassen zu können. Damit kann man die Bildqualität weiter verbessern. Now
Dies war die erste erfolgreiche Messung mit ihrem FÜWE-Rastertunnelmikroskop. Zusätzlich zu dem normalen Abbildungsmodus ist es außerdem möglich, Spektroskopiemessungen im Nanometerbereich durchzuführen. Wenn Sie eigene Proben vermessen wollen, stellen Sie sicher, dass diese elektrisch leitend sind und befestigen Sie sie dann auf einer der beigelegten freien Probenunterlagen. Grundsätzlich sollten Sie beachten, dass das Mikroskop auf einem möglichst stabilen Tisch steht, um Messstörungen durch Schwingungen zu verringern. Wie Sie sehen konnten, ist die Bedienung des Tunnelmikroskops einfach und erfordert wenig Einarbeitung. Es ist daher besonders für die Einführung von Schülern und Studenten in die Nanotechnologie geeignet. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß und Erfolg bei spannenden Experimenten mit dem FÜWE-Kompaktraster-Tunnelmikroskop.